So, liebe Weinfreunde, heute so kurz vor Silvester ist auch mal Zeit, dass wir mal über Sekt reden. Hier gibt es ja horrende Preise und natürlich Qualitätsunterschiede. Und es ist wie bei allen Lebensmitteln, nur da, wo man gutes Material benutzt, kriegt man auch einen guten Wein raus, in dem Fall einen guten Sekt. Und das ist der wichtigste Unterschied. Und dann sind es natürlich noch die verschiedenen Herstellungsverfahren. Es gibt verschiedene Methoden. Die einfachste Variante ist natürlich das sogenannte Tankgärverfahren, wo der Wein zur zweiten Gärung mit Hefe und Zucker in den großen Gärtank kommt. Der Drucktank hat keinen Kohlensäureausgang, dass durch die Kohlensäure, die bei der Gärung entsteht, einfach der Sekt die Blubberbrause kriegt, die Perlen kriegt. Der Wein wird dann einfach neu, oder der Sekt wird dann einfach neu filtriert, gefüllt, fertig. Die zweite, etwas noblere Variante, aber in meinen Augen auch nicht ganz so perfekt, das ist die sogenannte Flaschengärung, wo die Weine die zweite Gärung in der Flasche hinter sich bringen, dann ausgeleert werden, filtriert, neu gefüllt, fertig. Aber das hochwertigste Verfahren, das sogenannte Champagnerverfahren oder wie wir in Deutschland sagen, das traditionelle Gärverfahren, das ist die Creme de la Creme, das ist der Königsweg. Und das passiert so, der Wein kommt zur zweiten Gärung mit Hefe und mit Zucker in die Flasche. Die Flasche ist verschlossen, dadurch kann die Kohlensäure nicht entweichen und dann gärt der Wein das zweite Mal in der Flasche. Wenn die Gärung beendet ist, fällt die Hefe auf den Boden und das ist super, weil solange die Hefe da in der Flasche ist, wird der Wein nicht älter. Und erst wenn dann die Flasche gebraucht wird, dann wird sie gerüttelt. Ich tue jetzt mal das Wasser als Hefe darstellen und dann wird die Flasche gedreht und mit der Zeit geneigt und irgendwann mit der Zeit ist dann die Hefe im Flaschenhals. Kommt dann in ein sogenanntes Tauchbad, das mit Kühlsohle auf niedrige Temperaturen eingestellt ist, die Flaschenhals gefriert und dann kann man die Hefe herausschießen. Die Flasche ist natürlich dann nicht ganz gefüllt, die wird dann wenn sie etwas Süße haben soll, mit einer sogenannten Zuckercouleur aufgefüllt und dann mit einer anderen Flasche einfach aufgefüllt, neu verschlossen, fertig. Und das ist der Königsweg. Und so werden natürlich ganz, ganz großartige Sekte hergestellt. Und ja, ich zu meiner Zeit, von meiner Seite aus, ich werde am Wochenende oder jetzt morgen mit meinen Freunden mit was Ordentlichem, mit einem klasse Winzersekt feiern. Und man sollte sich überlegen, was man sich selber wert ist, weil es hat mir böse, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber bei 2,49 Euro, 2 kostet schon die Sektsteuer, die Flasche, der Verschluss, die Vermarktung. Wenn 40 Cent der Grundwein kostet, da kann nicht wirklich was rauskommen und da bin ich mir einfach selber viel mehr wert. Euch viel Vergnügen, frohes Fest, guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spaß. Irgendjemand hat mir noch geraten, ich soll euch auffordern, dass ihr eventuell Follower werdet oder ja, meinen Kanal abonniert. Hiermit erledigt.